Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein wirklich herbstliches Rezept vorbereitet. Wir machen nämlich heute Maronensuppe. Maronen, auch Esskastanien genannt, die habe ich jetzt heute gekauft, vakuumverpackt und schon vorgegart. Ihr könnt die natürlich auch, wenn die Zeit ist und wenn ihr wisst, wo es welche zu finden gibt, im Wald sammeln, dann müsst ihr sie halt entsprechend vorgaren. Es ist hier noch keine Maronensaison, deswegen habe ich welche gekauft aus Frankreich. So, wie das funktioniert mit der Maronensuppe, das erkläre ich euch jetzt hier mit dem TM6. Das Rezept, was ich für euch habe, könnt ihr aber natürlich auch im TM31 und auch im TM5 machen. Wir beginnen mit einer Zwiebel, die ich schon halbiert habe, damit das Messer nicht ganz so viel Arbeit hat, und zwei Zehen Knoblauch, die wir wie üblich 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Das Ganze schieben wir jetzt mit dem Spatel nach unten, geben Öl dazu, und zwar 25 Gramm Speiseöl, ja, sage ich mal. Ihr könnt da Rapsöl nehmen, ihr könnt Sonnenblumenöl nehmen, man kann auch Olivenöl nehmen, das sich halt zum Anbraten, Anschwitzen eignet. Da gibt es ja spezielle Öle, die das können. Ich bin zu Tränen gerührt. Die Zwiebeln haben es echt in sich. Und das Ganze 2,5 Minuten in der Varoma-Stufe dann dünsten. So, der nächste Arbeitsschritt ist fast genauso simpel. Wir machen einen Esslöffel Kräuter der Provence dazu. Ihr könnt da natürlich auch Kräuter nach euren Gutdünkten, eurem Geschmacke nehmen. Ich habe jetzt diese Erbte-Provence-Kräutermischung da. Dann machen wir eine Prise Chili dazu. Gerne auch ein bisschen mehr, wenn ihr es etwas schärfer mögt. Und hier habe ich 50 Gramm Sellerie, den habe ich ganz fein schon geschnitten. Hätte man vielleicht auch schon mit den Zwiebeln mitraspeln können, aber der wird jetzt erst mit angedünstet nochmal 2 Minuten in der Varoma-Stufe 1. So, als nächstes kommen unsere Maronen. Wie gesagt, die habe ich hier vakuumverpackt in Stücken gekauft. Das sind 400 Gramm. Die kommen dazu und das Ganze wird jetzt nochmal 5 Minuten bei 100 Grad Stufe 1 erhitzt. So, damit sind unsere Maronen Mousse. Und ich finde, es riecht schon sehr, sehr gut. Ich bin ein absoluter Maronen-Fan. Im Gegensatz zu unserer Hanna, die hinten an der Kamera sitzt, die hat gesagt, das machen wir nur, weil du das magst. Ja, so ist das. Haha, ich mag das. Jetzt muss das Ganze hier natürlich noch etwas verflüssigt werden, ja, weil das hier wäre jetzt, wie gesagt, nur Maronenmus. Deswegen haben wir jetzt noch 900 Milliliter Wasser hinzuzugeben. Dann, um das Ganze ein bisschen zu verfeinern, habe ich noch 100 Milliliter trockenen Weißweins und 2 Esslöffel von unserem selbstgemachten Suppengrundstock. Oh, der ist noch ganz flüssig, den haben wir heute Morgen ganz frisch gemacht. Wenn ihr nicht wisst, wie der geht, ich habe es schon diverse Male erzählt, schaut in unseren YouTube-Kanal oder gerne auch mal in das Wunderkessel-Forum. Da findet ihr das Rezept nicht nur zum Suppengrundstock, sondern auch für viele andere tolle Sachen, die man eigentlich täglich in der Küche braucht. Ja, Knoblauchgrundstock haben wir zum Beispiel auch schon mal gemacht. Den mache ich sogar an den Feldsalat, ne, statt normalem Knoblauch, oder Chili-Grundstock. Jede Menge tolle Helferlein, die wir mit unserem Thermomix machen können. 10 Minuten das Ganze jetzt kochen bei 100 Grad Stufe 1 und dann ist es fast fertig.
So, und jetzt kommen wir schon zum vorletzten Arbeitsschritt. Damit wir ein bisschen Geschmacksträger haben, habe ich jetzt noch 100 Milliliter Sahne. Ihr könnt auch Sojasahne nehmen, dann ist das Ganze sogar noch ein veganes Herbstgericht. Das Ganze kochen wir jetzt noch mal eine Minute auf bei 100 Grad. Dann wird nur noch, dann wird nur noch püriert und dann sind wir eigentlich fertig und können essen. Ich freue mich darauf. Ich habe jetzt richtig Hunger. Ich finde, es riecht sehr, sehr gut und ich freue mich. So, jetzt müssen wir das Ganze noch pürieren. Das machen wir 15 Sekunden auf Stufe 8. Dann haben wir eine schöne sämige Konsistenz. Auf geht's. 8 Sekunden Schleudergang sind vorbei. Ich würde das Ganze jetzt noch mit Pfeffer und Salz kurz abschmecken und dann kommt die Probe aufs Exempel. Wie schmeckt die Maronensuppe? Riechen tut sie super. Schauen wir mal. Also Salz ist genug dran. Könnte man vielleicht ein bisschen noch dran machen, aber für mich ist es genug. Denn unser Suppengrundstock, den versetze ich immer per se schon mit ein bisschen mehr Salz, einfach um einen entsprechenden Geschmack zu haben. So, ein wenig Pfeffer jetzt einfach dran gemacht, aber ich finde das schon sehr, sehr delikat. Leute, 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 das ist eine wunderbare Maronensuppe. Das Schöne ist, ihr könnt die auch vegan zubereiten. Die ist schnell gemacht. Das war jetzt wirklich nicht viel Arbeit. Ja. Und sie passt perfekt zu einem verregneten Herbsttag. Mit dem Weißwein auch da abgeschwitzt. Das ist echt total cool. Ich mag das. Ah, was ich noch gemacht habe, das habe ich vergessen, euch eben noch mitzuteilen, aber ihr werdet ja sowieso, wenn dann jetzt erst anfangen zu kochen. Ich habe immer mal noch so ein, zwei von den Maronen aufgehoben, die kann man dann so schön zur Deko dann noch reinlegen. Ich nehme jetzt den kleinen Löffel, weil ich muss euch ja jetzt nichts voressen. Ich muss ja wirklich nur abschmecken bzw. probieren, aber mehr brauche ich nicht zu probieren, um euch zu sagen, dass das wirklich sehr, sehr lecker ist. Solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. So, ich mache jetzt die Kamera aus, weil ich es essen muss. Da freue ich mich drauf. Ich wünsche euch guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen und vielleicht habt ihr auch noch tolle Ideen für Herbstsuppen. Ist übrigens auch ein schönes Thema für unser Wunderkessel-Forum. Das solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist die große Koch-Community mit Herz, mit fantastischen Rezepten rund um den Thermomix. Und auch hier gibt es regelmäßig tolle Rezepte. Einfach den Kanal abonnieren und wenn es euch hier gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.